Menschen mag. Der, der alles wagt und der, der niemals klagt. Das ist Tobi, check out Tobi. Der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der, der niemals pennt. Der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, check out Tobi. Checker Tobi! Bisschen noch. Stopp. Hey Leute, guck mal. Das ist Hubert, mein Privatzombie. Früher habe ich mich vor so Gruselgestalten mega gefürchtet. Warum das so ist, warum man Angst vor denen hat und wie man so Ängste überwinden kann, darum geht's heute. Heute geht's um Angst. Stimmt, Tobi? Komm weiter. Schneller. Hier, komm mal, als ob dein Bein so schlimm wäre. Weiter geht's. Vor irgendwas hat jeder Schiss. Manche vor der Dunkelheit. Andere vor Schlangen, Spinnen oder ähnlich fies aussehenden Tieren. Ich zum Beispiel habe mega Schiss vor Kakerlaken und Spinnen. Wieder andere fürchten sich vor Sachen, die es im echten Leben gar nicht gibt. Geister zum Beispiel. Oder Zombies wie dem Hubert. Wenn einen die Angst packt, ist das nicht angenehm. Unser Puls rast, wir schwitzen und werden richtig blass. Kein schönes Gefühl. Wow! Warum Angst trotzdem super wichtig für uns ist, das checke ich heute. Dafür habe ich eine echt krasse Begegnung mit einem ziemlich fies aussehenden Tier und gucke, was dabei in meinem Körper genau abläuft. Außerdem stelle ich mich meiner Angst bei einem Sprung in den Abgrund. Und Leute, jetzt kommt's. Ich drehe meinen eigenen Gruselstreifen. Komplett mit Monstern und Schockeffekten. Aber keine Angst, ist alles nicht echt. Also, seid ihr bereit? Hier kommt der Angst- und Grusel-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Was passiert im Körper, wenn wir Angst haben? Was ist eine Phobie? Und warum gruseln wir uns manchmal gerne? Das check ich für euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Schiss vor Krabbeltieren. Vor allem vor Kakerlaken und Spinnen. Ganz vielen Menschen in Deutschland geht's genauso. Dabei sind die allermeisten dieser Viecher völlig ungefährlich. Ich gehe heute zusammen mit Angstexperte und Psychologe Markus in den Wald. Dort wollen wir sehen, wie es mir geht, wenn eine richtig große Spinne auf meiner Hand sitzt. Und weil es richtig dicke Spinnen bei uns gar nicht gibt, hat Tierhalterin Katharina eine mitgebracht. Ich will gar nicht so genau wissen, wie die aussieht. Oh Mann. So, was ist das jetzt für eine Spinne? Das ist eine Vogelspinne. Mhm. Das ist eine ganz liebe, die Rosi. Ja, die Rosi ist das, ja. Ist sie denn gefährlich? Also, wenn die dich jetzt beißt, stirbst du dann? Oder ist die giftig oder so? Nein, also wenn die mich beißen würde, dann tut es zwar schon ein bisschen weh, aber das ist nur wie ein Bienenstich von der Giftigkeit. Vielleicht stellen wir sie mal kurz ab. Mhm. Ich meine, du redest lieb von der, aber echt, wenn die so nah ist, ich krieg da echt ein bisschen Schiss. Aber hast du nie Schiss vor Spinnen gehabt? Auch als Kind nicht, wenn die irgendwie in der Zimmerdecke sitzt. Das ist doch gruselig und eklig. Also als Kind hatte ich tatsächlich Angst vor Spinnen. Schon, und oder? Seitdem ich mit den Vogelspinnen mich auch beschäftigt habe, habe ich die Angst komplett verloren. Okay. Das liegt einfach daran, wenn du dich wirklich mit dem Tier beschäftigst, dann weißt du, die ist überhaupt nicht gefährlich und die hat viel mehr Angst vor dir. Und die tut dir auch nichts, dann wirst du deine Angst bestimmt auch loswerden. Also ich glaube, ich würde mich das nicht trauen, die jetzt auf die Hand zu nehmen. Wie die dann da so langläuft und ihre Beine dann so da so rüber und dann kommt die da so... Ah. Wenn du mir das jetzt vormachst mit der Spinne auf der Hand, probier ich es vielleicht auch aus. Klar, mache ich sehr gerne. Ernsthaft? Ja. Oh Mann, ich habe so gehofft, du sagst niemals. Die ist wirklich eine ganz liebe, also ist wirklich ein ganz braves Tier. Mach das sehr vorsichtig. Vor der brauchst du keine Angst haben. Schau, die ist ganz ruhig. Merkst du das, Brett? Ja. Das zweite auch. Ganz oh, krass. Ruhig, ganz krass. Sie will auch nicht weiter. Da, jetzt bewegt sie sich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Rosi, nicht laufen. Ah, nicht den Arm hoch. Okay, magst du sie wieder nehmen? Ich meine, ich habe das jetzt. Gern wiedergeben. Ah, Rosi, geh weg. Das hast du gut gemacht. Das hast du sehr gut gemacht. Ey, das war echt aufregend. Also in dem Moment, wenn sie dann wirklich auf meiner Hand ist, merke ich richtig, wie ich verkrampfe und wie meine Hände so ein bisschen schwitzig werden und ich auch echt so, mein Herz fängt auch an, schneller zu schlagen. Genau. Sind das alles körperliche Anzeichen von Angst? Genau so ist es. All das, was dir jetzt widerfahren ist, hat nichts anderes als eine Funktion, dir beim Überleben zu helfen. Das heißt, dein Körper fühlt sich in einer Kampf- oder Fluchtsituation und bereitet sich auf Kampf oder Flucht vor. Krass.
dass die Haut feucht wird durch den Schweiß, hilft uns, wenn wir zum Beispiel gegriffen werden würden oder jemand würde versuchen, uns zu fassen, werden wir rutschiger, glitschiger. Ach, echt? Und die Muskulatur wird natürlich dann aktiviert, damit wir schneller laufen können, besser laufen können. Ja. Und du bist ein bisschen blasser geworden, weil das Blut von der Außenseite des Körpers ins Körperinnere gezogen wird, so dass, wenn man zum Beispiel eine Schnittverletzung erleiden würde, man nicht verbluten wird. Echt jetzt? Das heißt, im Körper laufen automatisch voll viele Sachen gleichzeitig ab, die einfach den Menschen in der Situation, in der Angst hat, schützen vor dem, wovor Angst hat. Und zwar ohne, dass wir das wollen. Das macht der Körper automatisch. Sehr genial. Ist von Mutter Natur so eingebaut, deswegen ist Angst unser Freund. Manche Ängste haben wir noch von unseren Vorfahren aus der Steinzeit geerbt. Zum Beispiel die Angst vor Dunkelheit, plötzlichen Bewegungen oder lautem Krachen. Solche Urängste waren für die Steinzeitmenschen überlebenswichtig. Denn wer sich vor Lärm, zum Beispiel bei Donner, nicht gefürchtet hat, den konnte leicht der Blitz treffen. Und plötzliche Bewegungen im Gebüsch konnten heißen, Achtung, ein Bär! Viele Ängste entwickeln wir erst im Laufe unseres Lebens. Zum Beispiel, weil wir manche Ängste von unseren Verwandten, Freunden oder auch aus Filmen übernehmen. Oder weil wir selber mal was Blödes erlebt haben. Das heißt aber nicht, dass man sein Leben lang vor was Angst haben muss. Je mehr man über seine Angst rausfindet, desto weniger schlimm wird sie. Hat vorhin bei mir und Rosi ja auch gut funktioniert. Ich habe sie dann sogar auf meine Hand gelassen und gemerkt, die tut mir gar nichts. Tja, und während Rosi einen Waldspaziergang macht, schauen wir uns mal an, was Angst genau mit unserem Körper macht. Checkerfrage. Was passiert im Körper, wenn wir Angst haben? Wisst ihr, wovor ich so richtig Angst habe? Vor Kakerlaken. Ich hasse die Viecher. Wow! Mann, Alter! Noch bevor ich die Kakerlake gerade so richtig gesehen habe, hat mein Nervensystem ein Warnsignal an mein Gehirn gesendet. Und im Gehirn kommt das an in der Amygdala. Amygdala ist griechisch und heißt Mandel, einfach, ja, weil es ein bisschen so aussieht wie eine Mandel. Und von der Amygdala wird sofort ein Befehl an unsere Nebennieren gesendet, einen ganz bestimmten Stoff auszustoßen, nämlich Adrenalin. Adrenalin kann man sich vorstellen wie so einen super nervigen Typen, der im gesamten Körper so richtig Rabatz macht. Unsere Muskeln kriegen mehr Blut, wir schwitzen und unser Herz schlägt schneller. Ey, ich hab gesagt, das Herz schlägt schneller. Danke. Unser Körper ist jetzt in Alarmbereitschaft. Das heißt, wir können schneller und besser auf die Gefahr reagieren. Das Krasse ist, das alles passiert unterbewusst und in kürzester Zeit. Es dauert nur 12 Millisekunden, bis wir alarmbereit sind. Das ist schneller als ein Wimpernschlag. Wenn wir Angst haben, schüttet der Körper Adrenalin aus, setzt so mehr Kraft frei und macht sich alarmbereit. Gecheckt. Und jetzt noch? Wow! Eine Frage an euch. Was ist Klaustrophobie? A. Die Angst vor Menschenmassen. B. Die Angst vor engen Räumen. Oder C. Die Angst vor wilden Tieren. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Weiter geht's mit Markus in einem Klettergarten bei München. Dort kann man am Seil gesichert ganz gut seine eigenen Grenzen austesten. Oh Mann, mal gucken, was ich mich da oben so traue. So, langsam wird es ein bisschen aufregend, finde ich. Ja. Ist das auch schon eine Art von Angst denn dann? Aufregung? Das ist schon eine Art von Angst, aber wir haben ja noch Spaß. Das bedeutet, wenn wir jetzt sagen, wir haben wenig Mittel oder viel Angst, haben wir jetzt im Moment wenig Angst. Da überwiegt bei uns der Spaß. Mhm. Es kann aber natürlich auch mehr werden. Und bei Menschen, die Angsterkrankungen haben, also bei denen Angst zu einer Störung, zu einer Erkrankung geworden ist, die haben dann ganz, ganz viel Angst. Das heißt, Angst kann richtig eine Krankheit werden, oder wie? Angst kann dann eine Krankheit werden, wenn sie so stark ist, dass das ganz normale alltägliche Leben nicht mehr bewältigbar ist. Aber ist denn Höhenangst dann auch so eine richtige Angsterkrankung? Ja, Höhenangst kann so stark werden, dass man dann von einer Höhenphobie sprechen muss. Phobie? Das war eine Checkerfrage.
Was ist eine Phobie? Angst ist an sich ja ein ganz natürlicher Schutz für uns. Taucht zum Beispiel irgendwo ein fieses Monster auf, logisch, fürchten wir uns. Ist das Monster weg, geht auch die Angst weg. Zum Glück. Wenn Menschen aber ganz plötzlich ganz, ganz viel Angst kriegen, sprechen Wissenschaftler von Panik. Viele Menschen haben aber auch Angst vor Sachen, die eigentlich alltäglich und im Grunde ganz ungefährlich sind. Wissenschaftler nennen sowas dann Phobie. Es gibt ganz viele verschiedene Phobien. Zum Beispiel die Phobie, jemand anderem die Hand zu schütteln. Boah, nee, ey, echt, danke. Weg, komm, geh weg. Oh, Mann. Oder die Klaustrophobie, die Angst vor engen Räumen. Oh, Mann. Gott, nee. Oder Phobie vor großen Menschenansammlungen. Oh, bitte nicht. Auch vor Schlangen oder Spinnen wie der Rosi kann man eine Phobie haben. Das ist dann keine Angst mehr, sondern eine Krankheit. Mit einer Spinnenphobie könnte man der Rosi unmöglich so nahe kommen, geschweige denn sie auf die Hand nehmen. Das heißt jetzt aber nicht, dass man gegen eine Phobie nichts machen kann. Man braucht halt Hilfe, von einem Psychologen zum Beispiel. Der hilft einem, sich der Angst zu stellen, damit man sie so nach und nach überwindet. Bei Phobien ist die Angst so stark, dass man den Alltag nicht mehr geregelt kriegt. Man kann sie aber überwinden, zum Beispiel mit Hilfe von einem Psychologen. Gecheckt. Oh Mann, Leute. Obwohl ich hier am Seil gesichert bin, kriege ich langsam schon so ein bisschen Schiss. So ganz frei über dem Boden. Und die schwierigste Mutprobe kommt erst noch. Ein Sprung über den Abgrund in ein Netz. Ja. Da kriegt man dann doch ein bisschen Muffensausen. Ja. Muss ich ja sagen. Ist das überhaupt was Gutes? Also muss man sich Sachen trauen? Sich trauen ist etwas Gutes. Mhm. Aber Vorsicht, wenn du siehst, wie wir das machen. Wir haben hier mehrere Karabiner, die uns schützen. Ja. Wir haben den Sven, der uns gezeigt hat, wie das Ganze funktioniert. Der passt auch auf uns auf. Das heißt, wir machen das mit viel, viel Sicherheit. Und Mut, hängt das nicht auch mit Angst zusammen? Mut hängt schon mit Angst zusammen, aber Vorsicht, Mut kann ja auch blind sein. Das heißt, sich Situationen auszusetzen, die total gefährlich sind, ja. Mutproben zum Beispiel, ohne diese Sicherungen, die wir jetzt hier haben, das ist eigentlich nur Quatsch. Sollen wir uns dann mal dieser Angst stellen, oder? Ja, du fängst an, ich gucke, wie du das machst, ja, und dann komme ich nach. Da kommen wir der Sache nämlich näher. Ich probiere aus und er überlegt sich dann, ob er Angst haben muss oder einfach absteigt. Na gut, ich überwinde meine Angst. Das heißt aber nicht, dass man sich immer alles trauen muss. Wenn ich vor was ganz doll Angst habe, dann mache ich es einfach nicht. Eins, zwei, drei. Ah! Oh. Oh, krass. Geschafft! So, jetzt seid ihr dran, ne? Ja, genau. Habe ich mir gedacht. So Leute, jetzt geht's ums Gruseln. Und ich habe deshalb extra einen Gruselfilm gedreht in einer alten, verlassenen Fabrik. Hab ein paar echt finstere Gestalten getroffen. Gucken wir uns an, oder? Oh komm, jetzt sei nicht so ein Schisser. Es ist nur ein Film. Ist nicht echt? Ja? Top. Los geht's. In der Fabrik hier haben wir gedreht. Dazu habe ich mir ein paar Freunde eingeladen, die im Film die Gruselmonster spielen. Mit ein bisschen Make-up und der richtigen Verkleidung hat man ruckzuck eine Hexe gezaubert. Oder eine Mumie und einen Geist. Dann haben wir die Szenen gedreht und zusammengeschnitten und eine gruselige Musik drunter gelegt. Und jetzt zeige ich euch das Ergebnis. Bin mal gespannt, ob ihr euch gruselt. Nicht vergessen, ist nur ein Film. In unserem Film bin ich auf der Suche nach Lars. Der ist Wissenschaftler und Experte für Gruselfilme. Aber ich kann ihn nirgendwo entdecken. Oh. Ob er das war? Ich mich gerade erschreckt. Wow, Hubert! Mann, ey, nix wie weg hier.
Ey, was geht denn jetzt ab? Hexen, Mumien, Zombies und Geister? Und ein Werwolf? Ich hau ab. Stopp! Ohne Scheiß. Aber du hast eine mega ungesunde Gesichtsfarbe. Du bist grün. Okay? Du bist winzig. Ich bin klein, du bist winzig. Du bist todeslangsam. Dich kann ich hier vorne einfach verschnüren und du holst schon, wenn man dir gegen das Schienbein tritt. Als ob ich vor euch Angst hätte. Wo ist denn Lars eigentlich? Lars? Da ist er. Lars, unser Experte für Gruselfilme. Der weiß bestimmt, warum wir uns beim Gruselfilm so oft fürchten. Witzgestalten eigentlich, ne? Trotzdem war es gerade mega gruselig. Ja, die haben mich auch ganz schön in die Enge genommen. Haben sie, ja. Wie kommt denn das, dass wir uns vor so Gruselfiguren richtig fürchten eigentlich? Und gerade bei der Mumie sieht man das eigentlich ganz gut. Ja? Wir sehen eigentlich gar nicht, was dahinter ist. Mhm. Wir können uns eigentlich mit der Fantasie ausmalen, was das Schreckliche dahinter ist. Ah. Also steht die Mumie eigentlich für eine Angst vor dem Fremden? Unsere Mumie sieht in echt überhaupt nicht furchteinflößend aus. Ist nur die Anne. Denn wie für alle meine Gruselfiguren gilt, in echt gibt's die gar nicht. Auch den Werwolf gibt es natürlich nicht wirklich. Aber weil es früher noch viel mehr wilde Wölfe gab, die auch mal nachts Menschen angriffen und die man in der Dunkelheit nicht genau erkennen konnte, malten sich die Menschen diese furchteinflößenden Fantasiewesen aus. Das schlummert ja voll die Bösartigkeit. Alter! Voll die Bösartigkeit in dem. Mach das nicht nochmal! Was ist mit ihr hier? Hexe. Hexen sind ja super bekannt, die kommen ja in jedem Märchen schon vor. Warum gruseln wir uns vor denen? Weil sie gerade in den Märchen vorkommen. Schon in der Kindheit kriegen wir böse Märchen erzählt von bösen Frauen, von bösen Hexen, die Kinder entführen. Logischerweise haben wir davor Angst. Und auch später noch, wenn wir erwachsen sind, fürchten wir uns vor Hexen. Ja, guck mal, echt hier die... Machen wir mal da weiter. Bei Geistern ängstigt uns vor allem, dass wir sie nicht sehen und sie völlig überraschend auftauchen können. Oft aus der Dunkelheit oder dem Nebel, wie vorher im Film. Im Dunkeln fehlt uns eine unserer wichtigsten Fähigkeiten, das Sehen. Das macht uns unsicher und wir verlieren die Kontrolle. Wow! Und wenn wir die Kontrolle verlieren, geht die Fantasie mit uns durch und wir gruseln uns. Auch die Zombies oder auch Untote haben sich die Menschen früher ausgedacht, um sich unbekannte Krankheiten besser erklären zu können. Heute weiß man längst, dass es keine Untoten gibt. Denn für den Zombie, wie für alle unsere Gruselfiguren gilt, es gibt sie nur im Film. Filmemacher haben ein paar super Tricks auf Lager, wenn es darum geht, eine Szene noch spannender zu machen. Zum Beispiel durch das geschickte Spiel mit Licht und Schatten. Guckt mal hier. Zum Beispiel, wo mich die Mumie verfolgt. Das haben wir mit Hilfe eines großen Scheinwerfers gemacht. Je näher die Mumie am Licht steht, desto größer wirkt sie. Oder hier. Nur kurz ist im Halbdunkel ein Schatten zu sehen. In echt kam unser Schatten auch mit Hilfe unserer Mumie zustande. Und meiner Jacke. Und eine Nebelmaschine zusammen mit etwas Licht erzeugt eine richtige Nebelwand. So kann man nicht erkennen, was hinter dem Nebel lauert. Und wenn dann noch unser lieber Aushilfszombie Hubert das Licht an- und ausmacht, wird's echt gespenstisch. Super wichtig beim Gruselfilm ist auch die Musik. Hier, guckt euch mal die Szene aus dem Film an. Erstmal mit der Originalmusik. Oh Gott! Und jetzt guckt mal, wenn wir ganz andere Musik drunter legen, da gruselt sich keiner mehr. Auch ein super Trick, die richtige Kameraperspektive. Guck mal, die Kamera ist immer ganz knapp hinter mir und verfolgt mich richtig. So sieht man nie, was wirklich hinter mir ist und das erzeugt auch beim Zuschauer Unsicherheit und Grusel. Super wichtig ist dann noch, all diese Tricks mit dem Überraschungseffekt kombinieren. Denn das Unerwartete sorgt für den meisten Grusel. Also ich habe beim Filmen das mit dem richtigen Moment nicht immer gleich hingekriegt. Wow! Mumie? Wow! 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 Okay, nochmal mit.
Tja, und dann hat man alle Zutaten beieinander, damit ihr zu Hause euch richtig schön gruselt. Und vielleicht haben euch der kleine Schauer auf der Haut und das Gruseln ja sogar ein bisschen Spaß gemacht. Falls ja, check ich jetzt, warum. Warum gruseln wir uns manchmal gerne? Was ist vielleicht die angenehmste Art, Angst zu empfinden? Also ich glaube, dass viele doch daran Spaß haben, sich ein wenig zu gruseln. Mhm. Natürlich nicht zu sehr. Wenn es zu sehr in Angst umschlägt, dann nimmt man am besten Abstand. Mhm. Aber so ein bisschen Grusel ist ja nicht schlecht. Und deswegen vielleicht mit Filmen, weil die ja nicht real sind, man sich ein bisschen gruseln kann und danach wieder Abstand nehmen kann. Und dann ist wieder alles in Ordnung. Okay. Und wenn es dann bei so einem Film doch mal zu viel wird, dann kann man eben immer noch abschalten. Ne? Das ist wahrscheinlich auch wichtig. Mhm. Man hat die Macht darüber. Genau, man hat die Fernbedienung in der Hand und die entscheidet, wann ich sage, jetzt ist gut, stopp oder weiter. Ich habe ja schon gecheckt, dass der Körper Adrenalin freisetzt, wenn wir Angst haben. Passiert hier auch gerade. Die Aufregung dabei kann sich anfühlen wie ein Rausch. Bei der Achterbahn oder auch beim Gruselfilm wissen wir, dass uns hier eigentlich nichts passieren kann. Und so können wir die Spannung fast schon genießen. Ist die Gefahr erstmal vorbei, empfinden wir wohlige Entspannung. Wissenschaftler nennen das übrigens Angstlust. Angst und Grusel können Spaß machen, wenn wir wissen, dass am Schluss alles gut ausgeht. Gecheckt. Ja, top. Lars, vielen Dank. Und auch ihr Gruselfiguren kommen zusammen. Mumie, danke. Zombie, Geist, Hexe und Werwolf. So, und jetzt los, ihr könnt andere Leute gruseln. Ab geht's. So allein. Leute? Hallo? Hallo? Buh! Ha! Erwischt. Jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was ist Klaustrophobie? A. Die Angst vor Menschenmassen? B. Die Angst vor engen Räumen? Oder C. Die Angst vor wilden Tieren? Na, habt ihr die richtige Antwort vorhin gecheckt? Guckt mal. Oder die Klaustrophobie, die Angst vor engen Räumen. Also, richtig war Antwort B. Menschen mit Klaustrophobie haben Angst vor engen oder geschlossenen Räumen. So Leute, meine Gruselfreunde haben so hart gearbeitet, die haben sich eine Belohnung verdient. Ich schmeiß eine Runde Pommes. Also, reinhauen, die sind für euch. Guten Appetit, lasst euch schmecken. Und, schmeckt's euch? Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf noch mehr Checker-Folgen, dann klickt doch mal hier, denn da geht's direkt in die ARD-Mediathek, in die Checker-Welt. Und da gibt es Tag und Nacht richtig viele Folgen zu allen möglichen Themen. Hier klicken. Direkt in die ARD-Mediathek, in die Checker-Welt. Da geht's lang.